Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Squad Building Challenge. Wir haben wieder die Top-Partie natürlich am Start und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir können diesmal wieder ein Draft-Token-Set abholen, was ziemlich gut ist. Natürlich, den Draft spiele ich immer gerne, lieber als die Saison. Und wir haben Barca gegen Real, wie prognostiziert, genauso wie Lazio gegen AS Rom. Young Boys Basel gegen FC, Young Boys Bern gegen FC Basel hatte ich nicht auf dem Schirm. Ist leider gekommen, nicht Feyenoord Rotterdam gegen Sparta Rotterdam, sondern eben das Spiel aus der Schweiz. Da war ich ein bisschen überrascht. Aber wir können natürlich mit Basel und Real und Lazio gegen AS Rom unsere Spieler verwenden, die wir eingekauft haben. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein mit Barca gegen Real. Wir bekommen dort ein Prime Goldspieler Set, was ein ziemlich gutes Set ist. Da haben wir das letzte Mal Pogba gezogen. Wir brauchen einen Spieler von Barcelona, einen Spieler von Real. Der von Real Madrid ist in dem Fall bei mir Nacho Fernandes und der von Barca Alex Vidal. Und wir brauchen genau 11 Spieler aus Spanien. Das heißt, es ist nicht sonderlich schwer, diese Mannschaft zu bauen. Mindestens 5 seltene Spieler natürlich, das sind die 3 im Mittelfeld bei mir. Benyard, Gabi und Parejo und im Sturm Iago Aspas. Und dann haben wir natürlich noch den Vidal als 5. seltenen Spieler. Und ja, baut euch einfach eine Mannschaft aus Spanien. Und die ist eigentlich relativ günstig. Die Spieler dürften nicht allzu viel kosten. Ich schaue es mir hier bei Benyard, der kostet jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache, ungefähr 1700. Und der Gabi schaue ich auch mal, der ist ungefähr bei 1000 Coins, also die sind nicht allzu teuer. Schauen wir nochmal beim Parejo, auch der so ungefähr bei 1000 Coins. Und ja, der Rest, einfach irgendwelche Spanier aus der spanischen Liga. Wir brauchen eine 80er Teamgesamtwertung, das heißt, wir nehmen natürlich die 3 82er im Mittelfeld. Und dann würde ich sagen, schaffen wir das dadurch und schicken die Mannschaft ab, Prime Gold Spieler Set. Und wir gehen direkt weiter, würde ich sagen, zu Young Boys gegen FC Basel. Dort bekommen wir ein 2 seltene Goldspieler-Set und ein paar Coins. Und ihr seht schon die Mannschaft, die ich hier gebaut habe. Einige Bronzespieler drin, einige Goldspieler. Und dazu muss ich sagen, ich habe hier haufenweise Spieler verwendet, die ich im Verein hatte. Also diese Mannschaft, wenn ihr so nachbauen würdet, würde nicht funktionieren wegen dem Loyalitätsbonus, weil ich hier 3 linke Mittelfeldspieler verwende, einen als Linksverteidiger und 2 als ZOMs und die würden dann bei euch natürlich noch weniger Chemie bekommen und es würde somit nicht funktionieren. Wir brauchen auch nur einen Spieler von Basel bei dieser Challenge und einen von Young Boys und genau 11 aus der Schweizer Liga der RSL und mindestens 8 Nationen natürlich. Das ist eigentlich das Schwerste, die 8 Nationen zusammenzukriegen. Dort darf man nicht so viele Schweizer verwenden. Schaut einfach, dass ihr vielleicht günstige Spieler kriegt, die trotzdem noch ein relativ gutes Rating haben. Ist auf jeden Fall entscheidend bei dieser Challenge. Wir brauchen 72 Teambewertungen, also es muss nicht unbedingt so hoch sein. Also Silberspieler reichen da. Und ein paar Gold vielleicht, so ein, zwei Goldspieler sollten dann schon drin sein. Und natürlich 90 Teamchemie. Also achte darauf, dass vielleicht nur ein Spieler auf der falschen Position ist, dann kommt ihr auf jeden Fall auf 92 Chemie oder auf mehr als 90 zumindest. Und dann würde ich sagen, schicken wir die Mannschaft ab, wir bekommen 500 Coins und das 2 seltene Goldspieler-Set, was wir auch bei der Gold-Upgrade-Challenge normalerweise bekommen. Ich zeige euch jetzt mal schnell ein paar Spieler, die ich gekauft habe, als die Challenge direkt rauskam. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn so eine Challenge ansteht, meistens Mittwochabend oder Donnerstagabend, geht dann direkt auf den Markt, sobald die Challenge rauskommt und sucht euch Spieler zu diesen Silbervereinen, wo Young Boys Bern jetzt zum Beispiel einer war, da kann ich euch jetzt mal zeigen, der Sutter hier zum Beispiel, den habe ich gekauft, genauso wie den Wölfli oder so, da bin ich einfach auf den Markt gegangen, bin rein, habe gesucht, Young Boys Spieler maximal 2000 Coins und da kamen die dann und die habe ich dann sofort gekauft. Weil ich mir relativ sicher war, dass die steigen. Hab auch noch ein paar Juventus-Spieler gekauft, weil angekündigt wurde, dass Mandzukic ein Spieler des Monats Award von EA bekommen hat. Irgendwie sowas. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob da noch eine Challenge kommt. Ihr seht schon hier, der Sutter. Ich zeige euch mal, was der kostet aktuell. Der kostet ungefähr 5000. Und auch der Wölfli ist ziemlich teuer gewesen zu dem Zeitpunkt. Also da habe ich auf jeden Fall ein paar Coins Gewinn gemacht.
nimmt man natürlich immer gerne mit. Und wenn man die Spieler dann eh schon hat im Verein oder auf der Transferliste, dann kann man die natürlich verwenden, und die man nicht braucht, verkauft man dann direkt wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir noch den letzten Teil der Challenge, nämlich Lazio gegen AS Rom. Dort brauchen wir mindestens 2 von Lazio, mindestens 2 von AS Rom, genau 11 Spieler aus der Calcio A und mindestens 6 Nationalitäten und bekommen dafür ein Premium, Jumbo Premium Gold Set. Spielerqualität muss hierbei natürlich genau Gold sein, also das ist auch noch ein wichtiges Kriterium, dass man hier nicht irgendwelche Bronzespieler verwenden kann. Leider, muss ich dazu sagen. Und ihr seht jetzt hier schon mal die Spieler, die ich verwendet habe. Von AS Rom haben wir hier den Chesney und den Iturbe drin. Und von Lazio den Biglia, den ich als untradable Karte hatte im Verein. Deswegen habe ich den jetzt hier verwendet. Und den Cataldi, den habe ich relativ günstig gekauft in Vorbereitung auf diese Challenge. Und den Balde Dial oder wie der heißt, den hätten wir nicht unbedingt verwenden müssen, aber den habe ich jetzt einfach mal mit reingepackt. Einfach nur, um die Mannschaft voll zu kriegen. Ja, auf den anderen Positionen könnt ihr eigentlich irgendwelche Spieler aus der Calcio A verwenden. Achtet natürlich darauf, dass ihr 6 Nationalitäten habt. Ist, denke ich, in der Calcio A relativ einfach. Und dann schicken wir auch diese Mannschaft ab und holen uns das Jumbo Premium Gold Set. Und ich hoffe natürlich, dass wir wie immer mal eigentlich in den letzten Wochen ein gutes Pack zumindest dabei haben. Wäre ziemlich nice. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Shop und schauen, was wir dort bekommen. Ihr seht schon, hier haben wir die ganzen Sets geöffnet. Erstmal das Draft Token Set. Da wird jetzt nichts so was Besonderes drin sein, außer der Draft Token natürlich. Den wir natürlich immer gerne in den Verein nehmen. Und dann gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Set, würde ich sagen. Und zwar nehmen wir da erstmal das Jumbo Premium Gold Set, würde ich sagen. 15k Set. Und wer wird drin sein? Wir ziehen Khedira, jawohl, der ist eigentlich ganz gut. Der dürfte auch noch ein bisschen was wert sein, glaube ich. So 5000, schätze ich mal. Und ja, 7000 sogar. 7000 für Khedira. Richtig gut eigentlich. Den packen wir auf jeden Fall mal auf die Transferliste. Und dann haben wir noch einen Spieler von Lazio Rom gezogen. Auch der dürfte aktuell ein bisschen was wert sein. Würde ich sagen, den schicken wir mal in den Verein. Beziehungsweise schicken wir auf die Transferliste den Rest in den Verein. Und gehen weiter zum nächsten Set. Da mache ich dann erstmal das 2 seltene Goldspieler-Set auf. Wo 2 seltene Goldspieler natürlich drin sind. Und da hoffen wir natürlich auf einen guten. Wer ist es? Es ist Gomez von Atalanta. Relativ gutes Set. Lorente ist auch noch mit drin. Und packen wir in den Verein den Gomez. Den kann ich, denke ich, abstoßen. Der ist nichts wert wahrscheinlich. Und dann kommen wir zum Prime Gold Spieler Set. Ja, ist nicht ganz so gut wie das 50k Set, wo ja 12 seltene Spieler drin sind. Aber 6 seltene Spieler ist natürlich auch ganz gut, und da haben wir das letzte Mal Pogba gezogen, deswegen bin ich eigentlich ja ganz zuversichtlich bei diesen Sets immer. 6 seltene Spieler, gibt es natürlich tausende seltene Spieler. Wir hoffen einfach, dass wir einen guten bekommen. Und wer wird es sein? Es ist Spanien, das ist Borja Valero, 83er. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber das nehmen wir natürlich mit. Die Challenge war jetzt auch nicht allzu teuer, so dass wir uns jetzt hier beschweren müssten. Wir bekommen auch wieder den Spieler von Lazio, den packe ich diesmal aber in den Verein. Und die anderen, Sané und der Silva, sind, glaube ich, aktuell nichts wert. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das Video hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben bei dem Video da lasst und meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auch mal meinen Giveaway abcheckt, da packe ich den Link einfach mal in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein!